Wie wichtig sind die offiziellen Versuchsergebnisse 2018? Manche Maiszüchter und Berater sagen, dass sie die Ergebnisse aus 2018 auf keinen Fall für die Sortenempfehlung nutzen sollten, weil diese angeblich nicht aussagekräftig sind. Aber warum denn nicht? Viele Landwirte bauen ihren Mais auf leichten Böden an und haben immer wieder mit Wasserknappheit zu kämpfen. Da ist es wichtig, auf Sorten zu setzen, die mit geringen Niederschlägen klarkommen. Aus diesem Grund sollten Sie als Landwirt die Erfahrungen aus dem Extremjahr 2018 unbedingt nutzen, denn auch in Zukunft wird es trockene Wetterphasen geben. Genau aus diesem Grund sehen Sie gleich die Ergebnisse von zwei Maissorten, die im Trockenjahr 2018 und auch in den Jahren davor Top-Ergebnisse gezeigt haben. Die frühe Sorte Landlord überzeugte bereits 2016 in den unabhängigen EU-Versuchen als Nummer 1 mit 105% im Energie- und Kornertrag. Dazu lieferte sie Top-Qualität und hatte die beste Energiedichte aller Sorten. Und genau das hat Landlord auch 2018 bestätigt. Hohe Erträge bei Top-Qualität als Silomais und ein enormes Ertragspotenzial mit 104% beim Kornertrag in den EU-Versuchen und sogar 107% beim Kornertrag in den sogenannten ZIP-Sortenversuchen in Belgien. Und in Bayern bringt Landlord sogar die Fachpresse zum Schwärmen. Sie schreibt: Spitzenreiter im Ertrag. Mit einem Relativertrag von 104 erzielt die Sorte Landlord beim Energieertrag den ersten Platz. Landlord ist eine Sorte mit guter Standfestigkeit und gutem Energieertrag. Sie erzielt überdurchschnittliche Werte in der Futterqualität sowie eine gute Biogasausbeute. Schöner hätten wir es auch nicht beschreiben können. Die mittelfrühe Mojega ist ein Typ wie die Sorte Rakete. Nach überragenden Kornerträgen 2017 waren diese 2018 in Bayern bei guter Standfestigkeit immer noch überdurchschnittlich. In ganz Niedersachsen bringt Mojega im mehrjährigen Durchschnitt Kornerträge von 102% und wird von der Landwirtschaftskammer Niedersachsen genauso offiziell als Körner- und CCM-Mais empfohlen wie von der Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen. Hier gehört Mojega von 2016 bis 2018 mit 103% beim Kornertrag zu den drei absoluten Top-Sorten. Durch die extrem hohen Kornerträge ist Mojega natürlich auch hervorragend als Silomais und für die Nutzung als Biogasmais geeignet, wie die EU-Versuche 2018 eindrucksvoll belegen. Denn Mojega übertrifft den Durchschnitt der drei Verrechnungssorten ES Metronom, LG 30 258 und Figaro mit bis zu 104% im Energieertrag deutlich. Und diese drei Sorten gehören immerhin zu den 10 größten Maissorten in Deutschland. Wollen auch Sie 2019 zuverlässige Top-Erträge ernten? Dann setzen Sie auf die frühe Sorte Landlord. Denn bei den Top-Ergebnissen gilt keine falsche Bescheidenheit. Oder auf die mittelfrühe Sorte Mojega mit langjährig starken Leistungen. Zusätzlich zum Maissaatgut erhalten Sie bei uns zum Beispiel Mikrogranulat für die gezielte Unterfußdüngung, eine Mais-Ackerbohnen-Mischung und vieles mehr. Bestellen Sie Landlord und Mojega bitte rechtzeitig beim Händler Ihrer Wahl, denn die ersten Maissorten sind bereits ausverkauft.